Pokémon Bloody Platinum is still alive. Ja, herzlich willkommen. Es hat ein wenig auf sich warten lassen, aber meine Zeit ist im Moment schon wieder ziemlich begrenzt. Deswegen erst jetzt ein weiterer Pokémon Bloody Platinum Part. Wir haben endlich Sonnewick erreicht und in diesem Part wollen wir uns diese schöne Stadt endlich mal angucken und auch schon mal auf jeden Fall herausfinden, wo denn der Arenaleiter ist. Der letzte, der achte. Oh yeah, und dann wird es nämlich langsam mal interessant, denn wir kommen dann Richtung Top 4 so langsam. Aber vorher gucken wir uns hier in Ruhe um und sprechen natürlich auch mit allen. Hallo, hier blieben. Der Arenaleiter übertreibt es mit der Elektrizität. Wie jetzt? Er muss auch mal an die Stadt denken. Die braucht doch auch Strom. Aha. So eine Gurk. Leuchtturm. Leuchtfeuer Sinnoffs. Ja, in den Leuchtturm gucken wir natürlich gleich auch mal rein. Und wir fahren ganz episch nach oben. Ding dong. Es ist im Übrigen der gleiche Sound wie aus den ersten Pokémon. Oh yeah. Und ganz oben treffen wir auf einen Bekannten, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Du bist also der neueste Herausforderer der Arena von Sonnewick. Vielleicht bin ich nur Turi oder so. Hallo? Vielleicht bin ich auch gerade auf dem Weg ins Krankenhaus? Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich die Herausforderung in der Pokéliga. Ach so, oh ja, okay. Die Arena habe ich fertig renoviert, also hält mich hier nichts mehr auf. Ach, das ist der Arenaleiter, ne? Vor allem will ich Kämpfe austragen, die mich wieder fordern. Als härtester Arenaleiter in Sinnoh werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich schicken. Ja, wie gut, dass wir direkt, total ohne es zu ahnen, den Arenaleiter finden und ihn zurück in seine Arena schicken. Läuft. Wulf wirft einen Blick durchs Fernglas und er sieht... Oh, das ist ja ziemlich nett gemacht eigentlich. Also bewegen kann ich mich nicht, aber... Das ist nett gemacht. Ist es nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann? Irgendwann werde ich zusammen mit meinen Pokémon diese fernen Gegenden bereisen. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Gut, dass ich nicht mit dir kämpfen will, denn ich muss ganz dringend die Arena ausfindig machen und ganz dringend Arena-Leiter-Ort 8 sammeln. Und dann geht's langsam Richtung Pokémon-Liga. Oh my fucking God! Gucken wir aber erstmal noch ein wenig. In der Stadt, da hinten haben wir auch schon wieder Pokéball gesehen. Den, glaube ich, werden die wieder runtergehen. Oh, das ist ein Kraxlerhaus, geil. Dieser felsige... Achso, nee, dieser felsige Fels. Ja. Der riesige Fels, ist das nicht ein Pokémon? Was? Könnte ein Relaxo sein, oder? Fetter Bauch, diese komischen Katzenohren da. Diese Stummelfüßchen, könnte sein. Da ist es! Der Donnerstein, sehr geil, den brauchen wir für Entwicklungen. Falls wir diese überhaupt noch in Anspruch nehmen, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Ja doch, früher oder später auf jeden Fall mal. So, dann kraxeln wir da mal hoch und gucken, was in diesem Haus ist. Da ist ein Professor-Typ. Hallo? Dieses glitzernd grelle Ding, das du da hast, ist echt cool. Ah, das ist ein Poketech. Und dann auch noch das neueste Modell. Ist er nicht wunderbar? Ich arbeite für die Poketech-Gesellschaft. Oh, kriegen wir jetzt ein neues Zubehör? Dort entwickelte ich Originalzubehör für den Poketech. Hey, du bist doch ein Trainer, oder? Tust du mir einen Gefallen? Du hast doch Pokémon verschiedener Wesensarten, kann ich sehen. Ja, weiter. Lauf halt weg! Welches würde ich jetzt gerne sehen? Ich würde einen Blick auf ein ernstes Pokémon werfen. Ja, wie wär's mit Mewtwo? Also, wenn Mewtwo nicht serious shit ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Hier, bitteschön, ein ernstes Pokémon. Ja, mach halt! Hallo! Wenn Mewtwo nicht ernst ist, wer denn dann? Mach schon mal. Also wenn dir seine vier Fäuste keinen ernsten Eindruck machen, dann weiß ich auch nicht. Das würde ich jetzt gern sehen. Ja, weißt du was? Fick dich. Also wenn die nicht ernst sind, wer dann? Carpador? Soll ich dir schon einen Carpador angeln? Meine Fresse, ey. Und noch Ansprüche stellen. Gibt's ja nicht. So, wo geht's hier hin? Da waren wir noch nicht. Oh, der Pokémon Supermarkt. Da gibt es jetzt bestimmt neue Dinge, oder? Also in Sonnewick erwarte ich das schon mal. Oh, was mit dem? Ich habe von der Siegestraße gehört. Die direkt zur Pokémon-Liga führt. Man sagt, an der Straße lauern viele Gefahren. Das klingt geil. Am besten packe ich so viele Items und Medizin ein, wie ich tragen kann. Sinnvoll, ja? Auf dem Sonnewick-Markt kaufe ich mir ganz viele Sticker für meine Pokébälle.
Wenn ich die Sticker cool verwende, beeindrucke ich sicher meinen Pokémon. Not. So, was hast du denn? Stahlbrief und Luxusball. Ein behaglicher Ball, der Pokémon veranlasst, nach dem Fang schneller freundlicher zu werden. Braucht man nicht. Und weiter geht's. Was hast du jetzt Tolles? Hyperball. Wie viel haben wir denn davon noch? 11. Oh, das ist nicht mehr viel. Kaufen wir mal 9. Hab gern gerade Zahlen. Und dann kaufen wir auch noch einen Hypertrank. Davon haben wir, glaube ich, nicht mehr so viele, da wir da haben letztens ziemlich viel verschludert. Gut, ich hätte mir auch einen Top-Trank kaufen können, aber mal ganz ehrlich, Hypertrank reicht im Moment noch völlig aus. Beleber haben wir 6. Ja, da kaufe ich trotzdem mal 4 Stück mit. Wer weiß, wann wir sie mal brauchen. Gibt es auch sowas wie Hyperheiler? Ja. Davon brauchen wir definitiv keine. Top-Schutz, definitiv keine. Und damit haben wir fertig eingekauft. Ich danke für Ihre Dienstleistung. Und wir gucken uns mal das Nachbarhaus an. Was haben wir denn? Oh Gott, da geht's ja voll ab, ey. Die sprechen doch nicht alle an, oder? Der Untergrundmann in Ewigenau und Adam aus Fliegwurst sind verwandt. Ja, toll. Und jetzt? Nimmt man Adams Sohn Wade hinzu, hat man das ein Trio hervorragender Bergleute. Puh, die Information habe ich natürlich gebraucht, sonst hätte das Spiel nie durchspielen können. Dankeschön. Manche fallen dort unten. Entschärfst du mit dem Touchpen oder dem Mikrofon? Ja, mein Mikrofon hält euch auf Trab, aber wird im Spiel wahrscheinlich nicht helfen. Die Sphären, die du unter der Erde gefunden hast, sind wie Edelsteine. Du kannst sie gegen allerlei Nützliches eintauschen. Warst du kürzlich im Untergrund? Je nachdem, wo du hinabsteigst, gelangst du an verschiedene Orte. Deshalb kommt mein Forschersack an möglichst vielen Orten zum Einsatz. Jetzt. Huch! Geil. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du Sphären vergräbst, wachsen sie jeden Tag ein klein wenig. Das ist schon eine seltsame Sache. Oh ja, stimmt ja. Ich sollte auch mal meine ausgraben, habe ich fast vergessen. Erobere die Fahnen deiner Freunde, um deine Geheimbasis aufzupolieren. Versuche deine Basis zu tarnen. Mach gleichzeitig die Basen deiner Freunde ausfindig. Begib dich in den Untergrund und erlebe dort ein tolles Abenteuer. Ja, okay. Ich hab's kapiert, der Untergrund ist toll. Wenn er so toll ist wie Tony Hawks Untergrund, dann können wir das gerne mal machen. So, was ist das jetzt hier? Vielleicht hätte ich vorher noch gucken sollen, bevor ich da einfach reinspritte. Sonnewigmarkt, große Auswahl an Stickern. Oh Gott, auf den Scheiße wäre ich keinen Bock, aber ich gucke jetzt trotzdem mal rein. Siehst du die Stickerhändler da? Heute hat er neue Sticker auf Lager. So nicht anders gefällt's mir. Ja, ich gehe gleich wieder raus. Ich brauche keine Sticker. Die Sticker kannst du dir auf den Arsch kleben von mir aus. Das ist ein Luftschacht. Herzlichen Glückwunsch. Menschen und Pokémon passen ihr Leben jeder Umgebung an. Wir alle tun das. Nur so überleben wir. Okay. Ja, ein bisschen stimmt das ja sogar. Oh, ein Strand. Da hinten gibt es garantiert was Geheimnis. Da gucken wir gleich mal. Aber erst sprechen wir mit dem Mädchen. Die Jasmin. Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, wenn du den Arena-Orden nicht hast, musst du wieder umkehren. Warum? Was wollen wir wetten, dass ich trotzdem Surfer machen kann? Ja, da guckst du. Oh, da sind Schwimmer sogar. Die haben wir bisher noch nie gesehen. Garados auf Level 63. Das werden wir auf jeden Fall mal ganz schnell besiegen. Hups, verdrückt. Wollte eigentlich den Wuchtschlag einsetzen. Warum eigentlich nicht? Kann nicht schaden, vom Arena-Leiter-Typi, ne, noch so ein bisschen zu trainieren. Vor allem dürfte Maschemai. Oh, und Volltreffer hat es knapp überlebt. Sehr geil. Und er ist verwirrt. Na, das ist ja eigentlich mal ein Jackpot, würde ich sagen. Sehr geil wäre, wenn du dich jetzt nicht selbst verletzt, aber okay, dann verletzt dich selbst und töte dich. Dann war es ja quasi ein One-Hit und damit steigt Maschemai Level auf. Genau, das wollte ich nämlich erreichen. Und das ist ja dann doch schon ziemlich cool. Aber gegen die Schwimmer wollte ich jetzt eigentlich nicht antreten. Was ist das hier eigentlich für ein Quatsch? Ich kann hier einfach nur dumm rumlaufen. Wollen wir hier wirklich lang? Ist das vielleicht der Weg zur Siegestraße? Ich gucke mal auf die Karte. Kann tatsächlich sein, dass das die Route ist. Da haben wir natürlich noch nichts verloren. Ah, deswegen meinte sie, ich soll umkehren. Ja, okay. Dann kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen. Vorher treffen wir wahrscheinlich auch ein weiteres Garados. Nein, auf ein Artillerie. Auch cool. Sind wir auch noch nicht begegnet. Auch gegen dieses Artillerie werde ich mal einen Attacke einsetzen. Diesmal aber Kreuzi. Zack. Und mal sehen, was der so bewirkt. Es dürfte reichen. Ja, sehr gut. Auch das dürfte, ja okay, 1400, besser als nichts.
Ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Ich schwing mich auf mein Fahrrad und fahre jetzt hier wieder nach oben. Also wir wissen, dass hier auf jeden Fall nichts mehr ist. Das Surfen bringt auch gar nichts. Dann fahren wir jetzt dahin. Boah, wer bist du denn? Ah, das ist dieser Ignaz. Hey, du da. Endlich ist er zurück. Er ist endlich zurück. Also das, wir haben ja gerade den Arena-Leiter mehr zurück in die Arena geholt. Und da gibt es eine interessante Geschichte, die ich euch dann noch erzählen werde. Aber erst, wenn wir vor ihm sind. Weil er hat eine kleine Hintergrundgeschichte. Außerdem scheint er motivierter zu sein als sonst. Vermutlich hat er schon bemerkt, wie hart es mit dir sein wird. Ich wette, er kann es kaum erwarten, gegen mich anzutreten. Denk dran, was du zu tun hast, Halsporn. In der Hitze des Gefechts springt der Funke der Kampfeslust auf ihn über. Na dann los, Halsporn. Ich erwarte dich in der Pokémon-Liga. Ja, das ist der Ignaz. Das ist nämlich einer der Top 4. Bin schon gespannt, welcher von denen. Und damit wissen wir auch schon, wo die Arena ist. In diesem Part werden wir uns allerdings noch weiter in der Stadt hier umgucken. Also wir können schon sehen, hier hinten geht's weiter. Das sehen wir auch schon. Also da können wir quasi weiter surfen. Aber gucken wir jetzt erst noch in das Haus rein. Das interessiert mich nämlich. Ich hörte, Team Galactic führt nichts Gutes im Schilde. Haben wir sie nicht verniedert? Aber hier in Sonderweg haben wir noch nie jemanden von dem Team gesehen. Ja, wisst ihr auch, glaube ich, nie wieder. Doch selbst wenn sie kommen würden, an unserem Arena-Leiter Volkner kommt keiner vorbei. Mal sehen. Vor langer Zeit lebte hier ein Junge namens Cyrus. What? Okay. Er mied die Menschen, fühlte sich in der Gesellschaft von Maschinen wohler. Ich erinnere mich noch, er war ein guter Schüler. Was wohl aus ihm wurde? Jo, du, das kann ich dir auch nicht sagen. Gucken wir hier. Schauen Sie mal ein Schild. Was kannst du denn? Mona, oh hallo. Was bist du für ein süßer Trainer? Ich weiß. Mein Mann ist Seemann und ständig irgendwo weit weg unterwegs. Na, dann komm mal mit mir mit. Ich sehne mich danach, ihn endlich wieder bei mir zu haben. Allerdings kann das ganze Warten ganz schön langweilig werden. Ja, wie gesagt, wir können... ich habe eine Idee. Besuche mich ab und an und erzähle mir Geschichten, ja? Okay. Du hast ja einen komischen Fetisch. Ach, besuche mich ab morgen. Ja, okay, dann gucken wir im nächsten Part vielleicht nach dem Arena-Leiter vorbei. Dann kann ich dir ja erstmal erzählen, wie geil ich bin. Ich habe jetzt den 8. Orden. Vielleicht hüpfst du ja dann mit mir in... ihr habt nichts gehört, ne? Gut, uns fehlt das Pokémon-Center noch. Da waren wir schon. Da unten müssen wir jetzt noch irgendwie hinkommen. Und das tun wir, indem wir da langfahren und dann dahin fahren. Yes! Die Stadt verbraucht viel Strom, vor allem der Leuchtturm und die Arena sind wahre Stromfresser. Am Ende haben sie einen Teil der Straße mit riesigen Solarzellen bepflastert. Ah, jetzt wissen wir, warum wir die ganze Zeit auf Solarzellen fahren. In Sonneweg scheint ständig die Sonne, daher ist das System einfach perfekt.